Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal. Heute haben wir ein besonderes Produkt für euch parat, nämlich das aktuelle iPhone 11 Pro. Ja, heute bin ich wieder für euch da, denn eigentlich bin ich bei uns immer die iPhone-Tante gewesen in der Beziehung. Das hat sich vor ein paar Monaten geändert, aber davor hatte ich eigentlich durchgängig ein iPhone, also packe ich das heute mal für euch aus. Und auch dieses Produkt haben wir wieder gestellt bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Wir freuen uns wirklich über jeden Support und sind für jede Hilfe dankbar an dieser Stelle. Ja, vorne drauf sieht man die Rückseite des Handys. Hierbei handelt es sich um die Farbe Space Gray. Des Weiteren gibt es noch die Farben Grün, Silber und Gold. Dann schauen wir uns mal die Seiten an. Hier steht nur, oder hier ist nur der Schriftzug iPhone zu sehen. Hier das Apple-Zeichen, nochmal der Schriftzug, nochmal das Apple-Zeichen. Also da sind wir jetzt relativ schnell durch. Und auf der Rückseite haben wir noch einige technische Informationen, wie es mein Schatz jetzt sagen würde. Ganz groß oben zu sehen ist, dass es sich hier um die 64 GB Version handelt. Es gibt noch die Möglichkeit, das Handy mit 256 und 512 GB zu kaufen und des Weiteren wird noch der Inhalt der Verpackung beschrieben, aber ich würde mir sagen, wir schauen einfach rein. Und hier haben wir das Handy auch schon, relativ lustig finde ich, dass man genau das gleiche zu sehen bekommt wie auf der Verpackung als erstes, nämlich die Rückseite des Handys. Nehmen wir mal. Okay, das kann man bestimmt auch sanfter machen. Ja, auf jeden Fall kann man das Handy sanfter rausholen, denn es gibt hier unten so eine Lasche, an der man eigentlich das Handy einfach hochziehen kann. Und dann fällt einem auch nicht der ganze Inhalt aus der Schachtel raus. Hier haben wir noch den Standardstecker, der immer dabei ist. Also, es ist doch kein ganz normaler Stecker. Wir haben ja einen Quick Charger, das erste Mal bei Apple mit dabei. Und der Anschluss ist mit USB-C und sonst am Handy Lightning. Aber das werden wir gleich nochmal genauer anschauen. So, dann würde ich auch erstmal mit dem Zubehör weitermachen. Wir haben dann das Zwischenteil, das zum Ladekabel passt, vielleicht an dieser Stelle ganz gut. Sehr gut zusammengeknotet. Genau, also an dieser Stelle USB-C für den Stecker und Lightning fürs Handy. Genau, passt. Nicht verwunderlich. Gut, dann kommen wir zu den Kopfhörern. Kopfhörer sind auch dabei. Hier handelt es sich um EarPods, aber mit einem Lightning-Stecker. Ich denke, das ist aber relativ üblich bei Apple, dass man da keine AirPods dazu bekommt. genau, also nichts Besonderes. Ich glaube auch, dass inzwischen jeder die Standard-Kopfhörer von Apple gut kennt. Sind auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, was ich an dieser Stelle doch noch gern erwähnen würde, das ist aber auch bei meinem Handy inzwischen so und auch bei vielen anderen so. Wir haben hier den gleichen Anschluss fürs Ladekabel und für die Kopfhörer. Das heißt, also beides gleichzeitig wird ein bisschen schwierig, geht halt einfach nicht mehr. Aber aktuell ist es ja eh meist so, dass sich jeder irgendwelche Bluetooth-Kopfhörer dazu kauft oder in dem Fall dann einfach AirPods und daher denke ich, ist es jetzt auch nicht so relevant. Gut, dann möchte ich trotzdem erstmal mit den Rest der Verpackung weitermachen. Wir haben hier Designed by Apple in California. Genau, Begrüßung auf Französisch. Auch interessant. Dann kommt Deutsch. Würde ich jetzt mal als kleinen Quick Start Guide interpretieren. Einmal, wie man alles einstellt, wo sich welche Tasten befinden und wie das Handy wieder ausgeschalten wird. Ich denke aber inzwischen weiß es auch fast jeder über dieses Produkt, der dieses Produkt ersteigert. Die Anleitung noch in ein paar anderen Sprachen, genau dieselbe. Die obligatorischen Sticker, die man immer dabei haben muss, gibt es auch zwei davon. Und obligatorisch auch noch den kleinen Stecker für den SIM-Karten-Slot. Ja, genau, auf jeden Fall noch einiges an Papier, das sich wahrscheinlich eh keiner durchliest. Also, dann machen wir es an dieser Stelle auch nicht. Und das war's dann auch. Die Verpackung ist somit leer und wir richten uns mal dem Goldstück zu. An dieser Stelle erstmal die Folie weg.
Und da haben wir es auch schon. Also ich muss sagen, der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Also es liegt unglaublich gut in der Hand. Dazu muss man aber auch sagen, dass ich ein relativ großes Handy habe. Ich habe aktuell das Samsung Note 10 und das ist natürlich von der Größe her eher so ein Totschläger im Vergleich zu diesem Handy. Liegt aber sehr gut in der Hand. Ja, und ich habe mir jetzt mal einfach diese tolle Anleitung zur Hilfe genommen. Wir haben hier an dieser Seite eine Seitentaste, bei der man einmal drücken kann, um die Tastensperre zu aktivieren, zweimal drücken, um Apple Pay zu aktivieren. Finde ich eigentlich eine relativ coole Geschichte, wenn es dann auch funktioniert. Und langes Drücken fürs iPhone ein- oder ausschalten und oder halt um die Siri zu aktivieren. Ja, auf der linken Seite befindet sich dann noch die typische Schiebetaste, wo man den Ton ein- und ausschalten kann. Und hier noch die zwei Lautstärkeregler, einmal oben für lauter, unten für leiser. Gut, auf der Rückseite befinden sich wieder drei Kameras, würde ich jetzt mal behaupten. Einmal Weitwinkel, einmal Normal und einmal Zoom, wie bei allen anderen Handys aktuell gerade auch. Wenn wir schon bei der Rückseite sind, also ich finde, das Design auf der Rückseite ist einfach wirklich sehr gut gelungen. Es ist sehr matt, es hat eine relativ schöne Farbe. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Farbe grün relativ cool wirkt. Also finde ich es wirklich ein schönes neues Design. Und vorne haben wir natürlich wieder dieses typische Apple-Aussehen. Vielleicht nochmal nur kurz schauen, was unten und oben ist. Nichts Besonderes mehr, genau. Ich würde es nur kurz, wie wir es sonst auch machen, einmal kurz starten, damit man sieht, wie der Rahmen aussieht oder beziehungsweise der Rahmen des Displays, also wie dick der ist oder wie rahmenlos das Ganze ist. Dauert eine Weile, wie immer beim ersten Mal. Nun ist das Handy inzwischen gestartet. Wie wir es sehen, hat es noch einen relativ deutlichen Rahmen und auch eine relativ große Aussparung an der oberen Ecke oder Kante. Einmal für den Lautsprecher und andererseits noch für die Selfie-Kamera. Ja, und oben befinden sich auch noch die Sensoren für die Face-ID, falls man diese verwenden will. Für mich, ehrlich gesagt, also ich finde den Bildschirm an sich jetzt nicht so schön wie bei meinem Handy. Oh Wunder, weil vielleicht hätte ich dann ein anderes Handy genommen. Man muss aber sagen, jetzt beim Note 10 ist es zum Beispiel so, dass dann einfach irgendwie ein Loch im Bildschirm ist. Das sieht manchmal jetzt auch nicht so gut aus und wir haben hier natürlich keine abgerundeten Kanten und damit geht das Display auch nicht komplett über die ganze Front. Ist aber auch manchmal praktischer, wenn man bestimmte Sachen einfach klicken will. Ich nenne es jetzt mal klicken, auch wenn es mit einem Touch ist. Dann klappt das einfach deutlich besser als jetzt bei diesen abgerundeten Displays. Manchmal habe ich da schon Probleme. An sich jedoch finde ich ein sehr schönes Handy, aber war jetzt auch meiner Meinung nach nichts anderes zu erwarten von Apple. Zum Schluss möchte ich natürlich auch noch auf den Preis eingehen. Wir liegen hier je nach Speicherplatz zwischen 1000 und 1400 Euro. Ja, stolze Summe, würde ich mal sagen. Ist übrigens auch genau der Grund, warum ich umgestiegen bin, weil es halt irgendwann doch meiner Meinung nach nicht mehr hundertprozentig gerechtfertigt ist. Aber ich kann auch gut verstehen, warum man sich für ein iPhone entscheidet. Und da hat sich dann auch noch unser letztes Mikrofon verabschiedet. Mit dem Inhalt sind wir auf jeden Fall an dieser Stelle durch. Alle Informationen und den Link zum Produkt findet ihr in der Infobox und bei Fragen und Anregungen freuen wir uns sehr über eure Kommentare. Wir freuen uns, euch bei unserem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dann, tschüss!